Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dich auf unserer kreativen Weltreise mitnehmen zu einem Känguru, das wir in Aquarell malen. Wir befinden uns immer noch in Australien, wo wir Land, Leute, Tiere und die Natur erkunden. Und heute schauen wir uns an, wie wir dieses kleine süße Känguru in Aquarell malen können. Bevor wir damit jetzt loslegen, sei doch bitte so lieb und abonniere unseren Kanal. Klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video poste und klicke auf den Like-Button. Ja, und dann zeige ich dir, was du benötigst, welche Materialien du benötigst und dann kann es auch schon losgehen. Ich nutze hier 300 Gramm schweres Kanzen-Aquarellpapier, dann meinen Van Gogh Aquarellfarbkasten, ein paar Pinsel und schwarzes Washi-Tape. Natürlich kannst du auch jede andere Farbe nehmen und auch jede anderen Materialien. Ich verlinke aber alle unten in der Infobox. Ja, und das soll am Ende dabei rauskommen, ein kleines Känguru in Wasserfarben gemalt, in Aquarellfarben gemalt. Und dafür beginne ich jetzt erstmal mit einem leeren Papier, das ich einfach an meinem Untergrund festklebe. Ja, das ist immer ganz gut, weil es wird natürlich sehr nass werden und dann weiche ich das immer ein bisschen durch und könnte sich wellen und das will ich nicht und deswegen klebe ich mir das Papier immer fest. Wir beginnen mit einem sehr breiten Pinsel und mit ganz wenig Farbe. Ich nehme erstmal nur ein wenig Blau, weil Blau eben in dem Fall heller sein soll als das Grün, was unten hinkommt. Und dann fange ich an, hier für den Himmel das Ganze einmal einzupinseln. Du siehst, es wird wirklich ganz, ganz hell und erst bei der zweiten Schicht oder sogar bei der dritten Schicht wird das Ganze etwas dunkler. Ich ziehe das auch komplett bis unten durch. Das hat einfach den Grund, dass ich möchte, dass es keinen Rand gibt in der Mitte, deswegen gehe ich damit bis nach ganz unten durch. Und das ist bei der Helligkeit dieser Farben auch gar kein Problem. Du siehst, mit jeder Schicht und etwas mehr Farbe wird das Ganze ein wenig dunkler. Aber es bekommt schon einen kleinen Rasen und Himmel hier. Man sieht schon, dass es sich darum um Rasen und Himmel handeln soll. Ja? Und ich mach noch ein bisschen mehr Blau da rein, ein bisschen mehr Grün da rein und dann wird das schon was. Und jetzt musst du es erstmal komplett trocknen lassen, bevor es weitergehen kann. Wenn du dich beim Selbermalen nicht so sicher fühlst, dann kannst du dir unser Printable herunterladen. Das ist hier dieses kleine Känguru, diese Druckvorlage gibst in der kreativen Weltreise. Und dann nimmst du einfach Graphitpapier, ja, und packst das unter deine Vorlage und dann übertragen wir das auf deinen Hintergrund, den du mit Wasserfarben erstellt hast. Ja, sobald du die eine Seite des Papiers sicher fixiert hast, am besten einmal oben und einmal unten, damit man das Ganze auch noch wieder aufklappen und nachgucken kann, ob sich das gut übertragen hat, kannst du auch schon loslegen mit diesem Graphitpapier. Das legst du zwischen die beiden Schichten, also zwischen das Känguru und deinen Hintergrund und nimmst dann einen Bleistift und überträgst das kleine Känguru auf deinen Hintergrund.
Jetzt beginne ich damit, das kleine Känguru auszumalen. Ich nehme dazu ein ganz helles Braun, auch wieder mit reichlich Wasser, aber nicht so viel wie beim Hintergrund. Und gehe erstmal in einer ersten Schicht drüber. Ich fülle das erstmal nur aus und dann gleich kommen die verschiedenen Schatten da rein und die verschiedenen Schichten, damit das Ganze ein bisschen mehr Tiefe bekommt, ein bisschen mehr nach Fell aussieht. Da kümmern wir uns dann gleich drum. Sobald ich die erste Schicht gemalt habe, nehme ich eine etwas dunklere Farbe und gehe dann damit nochmal da rein. Aber immer ganz vorsichtig, lieber immer ein bisschen zu viel Wasser als zu wenig, weil zu dunkel wird schwierig, das zu reparieren. Zu hell kann man immer nochmal drüber gehen. In einem nächsten Schritt nehme ich meinen Stabilo-Pen, du kannst natürlich hier auch den Tombow Dual Brush Pen nehmen und male einmal die Linien hier nach. Das mache ich in dem Fall alleine schon, weil es diesen Graphitstift gibt, sonst hätte ich da ganz anders rangehen müssen und hätte ganz dunkel werden müssen an dem Stift entlang, damit dieser mehr oder weniger verschwindet. So gehe ich einfach mit dem Stabilo-Pen nochmal drum herum, dann hat das Känguru zwar eine Außenlinie, aber in dem Fall finde ich das gar nicht schlecht. Thank you.
Außenlinie fertig ist, kannst du natürlich immer noch mal hier mit ein bisschen dunklerem Braun reingehen. Ja, das gibt der ganzen Sache noch ein bisschen Tiefe. Aber wie gesagt, immer vorsichtig sein, immer nur ein bisschen nachmalen und das Ganze schön verziehen, damit du da keine Ränder bekommst. Ja, das war es dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und du kannst jetzt dieses kleine Känguru selber malen. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!